So, Daumen hoch, dann sind wir startklar. Ihnen und euch allen herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor Spieltag 31, dem Gastspiel bei Holstein Kiel am Samstag um 13 Uhr. Es geht in den hohen Norden, Rüdiger, und alles weitere sportlich gerne von dir. Bitte schön. Ja, hallo erstmal an alle. Ja, ich denke, ich will ein bisschen ausholen heute. Ja, erstmal noch nicht so richtig in Richtung Kiel schauen, sondern allgemein. Die Geschichte, was ich so ein bisschen mitbekommen habe, auch drumherum, Team auseinanderbrechen und so weiter, kann ich absolut widerlegen und kann auch sagen, dass wir eine verschworene Einheit sind, dass wir diesen Weg unbedingt weitergehen wollen und auch weitergehen werden und die Jungs mit Vollgas dabei sind. Ja, wir sind natürlich alle enttäuscht aufgrund der Niederlage, die wir letzte Woche gehabt haben oder in den letzten Wochen gehabt haben. Trotzdem sehen wir spielerische Sachen, wir sehen Dinge, die gut sind, aber wir wissen auch, dass wir einen letzten Entwicklungsschritt machen müssen. Die Jungs haben für mich einen sehr, sehr guten Schritt gemacht in den letzten 6, 7, ja, lass es 10 Monate sein, ich weiß gar nicht, wie lange die Saison schon ist, aber es ist schon fast ein Jahr. Ich glaube, dass wir uns Step by Step immer wieder gesteigert haben, dass die Jungs sich individuell verbessert haben, dass sie super Entwicklungsschritte genommen haben, aber dass wir wissen, dass wir natürlich eine sehr, sehr gute Konkurrenz haben und wir mussten in diese Liga rein und ich glaube schon, dass wir da drin sind, dass wir angekommen sind. Das zeigen auch die knappen Ergebnisse und vor allem auch die spielerischen Situationen, die Chancen, die wir alles haben. Und jetzt geht es eben darum, diesen letzten Schritt nochmal zu machen, ja, und zu schauen, dass wir über diesen Strich kommen, dass wir den einen oder anderen noch einholen, dass wir es schaffen, jetzt am Samstag gegen Kiel einfach mal wieder unsere Top-Leistung, so wie wir es in den letzten Wochen auch haben, zu belohnen, um dann eben auch in der Tabelle bzw. im Punktekonto wieder ein Stück nach vorne zu gehen. Auch, dass unsere Fans, unser Fanaufkommen ist auch außerhalb des Stadions, habe ich ein paar getroffen, die stehen alle zu uns. Ja, die stehen unglaublich zu uns und sind unheimlich nahe bei uns. Einfach mal auch da ein Hinweis auch an die Medien, dass wir im Endeffekt mit den Fans auch in Kontakt sind, ja, die uns unterstützen, soweit es geht. Im Stadion können sie es leider nicht, aber außerhalb des Stadions trifft man auch den einen oder anderen und jeder glaubt an uns und wir glauben vor allem auch an uns und da lassen wir uns auch von irgendwelchen Kommentaren oder sonstigen Ding überhaupt nicht durcheinander bringen, sondern wir versuchen unseren Weg durchzuziehen. Holstein Kiel, Samstag. Ja, ganz, ganz schwierige Aufgabe, klare Aufgabe. Wir wissen, welchen Schritt wir machen müssen. Wir müssen eben schauen, dass wir jetzt wieder hinten in der Defensive natürlich auch stabiler sind, dass wir noch weniger zulassen. Wir haben nicht viel zugelassen gegen Dresden, aber entscheidende Fehler gemacht. Die müssen wir abstellen. Und wenn wir dazu in der Lage sind, die abzustellen und vorne unsere Chancen weiter uns so zu erarbeiten und so zu erspielen, ja, auch da habe ich einen spielerischen Fortschritt gesehen. Im Gegensatz zum Sandhausen-Spiel, was vor 10 Tagen war, haben wir es doch geschafft, auch da mehr Chancen uns zu erspielen und den Gegnern richtig weh zu tun. Und genau das Gleiche müssen wir am Samstag auch machen. Ja. Defensiv kompakt, defensiv stabil, defensiv richtig intensiv und kompromisslos. Und nach vorne eben mit der gleichen Spielfreude, mit der gleichen Dynamik, mit dem gleichen Tempo, mit der gleichen Präzision bis zum Abschluss. Und den müssen wir verbessern, den müssen wir noch öfters, müssen wir uns da belohnen. Und wenn wir das schaffen, dann können wir auch am Samstag sicherlich erfolgreich das Spiel gestalten. Dann starten wir mit Matthias Schlenger in die Fragerunde. Mikro an. Matthias, noch ist das Mikrofon aus. Okay, jetzt muss es gehen. Frage wäre, wie sieht es bei Lorch und Mopta aus, nachdem die beiden beim letzten Spiel ja kurzfristig noch passen mussten? Ja, bei Jere Lorch ist es so gewesen, dass er im Endeffekt, ja, ihm war es übel, ihm war es schlecht, er hat sich ja noch warm gemacht. Aber er hatte dann Schwindelgefühle, hat sich übergeben müssen. Das war auch am Sonntag und am Montag noch so, aber er konnte dann ab Dienstag wieder komplett mit der Mannschaft arbeiten und deswegen gibt es da keinerlei Bedenken. Also er ist auf jeden Fall einsatzfähig. Sebastian Rofzer werden wir alles probieren. Er ist im Training trainiert. Er ist noch nicht ganz schmerzfrei, aber da arbeiten wir komplett dran und sind auch fest davon überzeugt, dass er uns am Samstag auch zur Verfügung stehen wird. Manfred Schäfer macht weiter. Ja, hallo in die Runde. Rüdiger, sag mal, wie der Einsatz zu Sidney Friedel. Er hat den Winter geholt, jetzt war er zuletzt nicht mal mehr im Kader. Fällt er nicht nur auf, dass er in Social Media aktiv ist? Was ist denn mit dem? Ja, er ist hinten dran, deswegen ist er nicht im Kader, weil die anderen eben im Moment einen Tick besser sind.
an Katrin Rose vom HR. So, jetzt ist es Mikro. Herr Rehm, Sie haben gerade gesagt, Sie haben eine ganz große Entwicklung bei Ihrer Mannschaft gesehen in den letzten 10 Monaten, in dieser Zeit, in der Sie in der Liga sind. Was macht Ihnen denn jetzt am meisten Hoffnung? Weil Sie haben ja in der vergangenen Woche also Chancen gab es genug, Möglichkeiten gab es genug. In der ersten Halbzeit gab es auch genug spielerische Überlegenheit. Was ist das, wo jetzt Sie auch die Kraft rausziehen im Moment? Die Überlegenheit gab es auch in der zweiten Halbzeit. Das Einzige, was wir nicht gemacht haben, ist uns belohnt. Und wir haben alle Spiele, die wir jetzt in den letzten, ja, ich sage jetzt mal, letzten Monaten gemacht haben, eigentlich immer auf Augenhöhe bestritten. Ja, es fehlt nicht viel, es fehlen Kleinigkeiten, an denen haben wir immer wieder gearbeitet. Wir haben auch immer wieder Dinge verbessert. Ja, und wir sind ein Verein, der Spieler entwickelt. Wir können uns keine Spieler von außen holen, sodass wir im Endeffekt einen Bundesliga-Kader, wie es HSV und der VfB vielleicht hat, zusammenstellen, sondern wir müssen Spieler entwickeln. Wir müssen Zweitligaspieler entwickeln. Ja, weil in der Liga sind wir gerade und ich glaube, dass die Jungs einen unglaublich guten Weg gemacht haben. Da gibt es zig Beispiele dafür, wie sie sich entwickelt haben und wie sie nach vorne gegangen sind und wie wir unser Spiel verbessert haben. Ja, ich könnte jetzt ins Detail gehen von Anfang bis zum Ende, aber denken Sie nur dran, wie instabil wir zu Beginn der Saison waren, was die Defensive anging. Haben wir kompakt gekriegt, haben wir zugekriegt. Ja, dann haben wir in der Offensive Probleme gehabt, haben wir auch hingekriegt, haben wir auch dadurch gute Chancen uns erspielt, vielleicht so viele Chancen erspielt, dass wir mehr hätten nutzen müssen. Das ist ganz klar. Ja, das wissen wir auch. Aber jetzt das Spiel gegen Dresden oder auch in Hamburg sind ganz klare Beispiele dafür, dass die Jungs keine Angst haben oder sonst irgendwas haben, sondern überzeugt sind von dem, was sie tun. Sie müssen sich aber dafür belohnen. Und da ist der Ansatz, diesen Schritt müssen wir noch machen. Wir müssen, wenn wir jetzt die Spiele Hamburg und Dresden anschauen, müssen wir einfach gucken, dass wir unsere Box noch einen Tick besser verteidigen. Ja, weil im Endeffekt kam nicht viel rein, aber wenn was gefährlich reingeflogen ist, war der Gegner vielleicht einen Tick vorne dran. Das darf uns nicht passieren. Und vorne müssen wir die Menge, die wir an Chancen hatten, sowohl in Hamburg als auch in Dresden, die müssen reichen, um Spiele zu gewinnen. Ja, und deswegen müssen wir sie verwerten. Und das ist das, was uns auch natürlich brutal viel Mut macht, ja, weil wir, wie gesagt, überhaupt gegen jeden Gegner auf Augenhöhe waren, überhaupt nicht mehr so unterlegen waren wie zu Beginn der Saison. Und genau so müssen wir weitermachen. Ja. Wir müssen mit der Überzeugung reingehen, diese Spiele so weiter zu bestreiten und dann eben auch zu gewinnen. Ulrike Jun von der DBA. Hallo, Herr Rehm. Hallo. Der Überlebenskampf, der dauert jetzt schon seit Saisonbeginn im Prinzip. Sie haben ja auch sehr, sehr selten den Stab über die Mannschaft gebrochen, sondern Sie versucht immer wieder stark zu machen. Das geht ja schon sehr lange so. Was bleibt Ihnen denn noch so für die letzten wenigen Spiele, um einfach da noch was zu erreichen? Ja, aber wer nach 7 Spieltagen was anderes gedacht hat, als dass es lange geht, ja, der war, ist wahrscheinlich im falschen Film oder hat sich mit diesem Sport noch nie beschäftigt. Aber wer nach 7 Spieltagen nur einen Punkt hat, ja, und am Tabellenende steht, ja, der weiß, dass es bis zum 34. Spieltag im Endeffekt ein Hauen und Stechen gibt, um überhaupt da wieder ranzukommen. Und die Jungs haben das gemacht. Wir haben jetzt 2 Punkte Rückstand auf dem Relegationsplatz. Letztes Jahr zum gleichen Zeitpunkt hatten wir 1 Punkt Rückstand auf dem Relegationsplatz, ja, und haben den Aufstieg noch geschafft. Und warum sollen wir keinen Mut mehr haben? Warum sollen wir keine Überzeugung mehr haben? Warum sollen wir schwarz malen? Ja? Die Mannschaft hat eine positive Entwicklung genommen. Wir haben jetzt 4 Spiele, natürlich gegen gute Gegner, die einfach auch auf Augenhöhe mit uns sind, beziehungsweise wir haben sie auf Augenhöhe gespielt. Die haben uns geschlagen, ja? Aber wir haben jedes Spiel mit einem Torunterschied verloren. Das ist kein Ergebnis, wo ich sage, wir müssen den Kopf in den Sand stecken. Wir müssen an den kleinen Details arbeiten, an den Dingen arbeiten, die uns dann eben auch zum Sieg bringt. Und das haben wir über das ganze Jahr hinweg gemacht und das haben wir auch in den Jahren davor gemacht. Ja? Wir haben uns immer entwickelt als Verein, als Mannschaft und genau das Gleiche werden wir jetzt auch tun und wir werden alles reinhauen, deswegen brauchen wir keine Angst haben, weil wir alles reinhauen werden, um diese Liga zu halten. Matthias Schlenger. Ja, wir hatten ja jetzt 4-mal die Konstellation, dass bei uns in Spielen der Gegner weniger Zeit zur Vorbereitung, Regeneration hatte. Wir haben gesehen, das muss kein Vorteil für uns sein, trotzdem die Frage, hat jetzt das Montagsspiel von Kiel, zumal es ja auch gegen den HSV ging, den wir gerade erst gesehen haben, da jetzt nochmal besondere Erkenntnisse ergeben, die man jetzt nutzen kann. Ja, jedes Spiel gibt Erkenntnisse, aber es hat jetzt nichts mit der Regenerationsphase zu tun. Also das, die Jungs sind, also sollten alle so fit sein. Ja? Jeder einzelne Profi sollte so fit sein, dass er alle 3 Tage ein Fußballspiel absolvieren kann. Ja? Und deswegen hat es mit der Regenerationszeit nichts zu tun. Ja, manchmal ist es sogar besser, du hast ein Spiel und hast dann 2 Tage im Endeffekt fast gar kein Training und spielst dann sofort wieder das nächste Spiel. Deswegen ist das manchmal vielleicht sogar ein Vorteil, weil du ja immer noch drin bist. Gibt es eurerseits weitere Fragen? An Katrin Rose vom HR.
Ich würde gerne nochmal auf den Druck zu sprechen kommen. Sie haben ja in den vergangenen Jahren ganz unterschiedliche Situationen erlebt, von Relegation nach oben, nach unten, mit ganz unterschiedlichen Mannschaften. Wie gehen Sie aktuell mit dem Druck um? Haben Sie das Gefühl, der ist größer oder der ist vergleichbar mit den vergangenen Jahren und Sie können sozusagen auch das anwenden, was Ihnen zuletzt einmal geholfen hat? Wissen Sie, wir haben immer Druck. Ja, wir haben immer Druck. Wir haben immer Druck, jedes Wochenende gewinnen zu müssen. Das ist vielleicht in Ihrem Job oder in eurem Job vielleicht was anderes. Da muss ich nicht jede Woche gewinnen, beziehungsweise nicht jede Woche geht es um Tabellenplätze und vielleicht auch um eine Existenz, sondern es geht bei uns immer um Druck. Ja, wenn wir am Wochenende versagen, dann kriegen wir von euch den Druck am Montag aufs Blatt geschmiert, dass wir eben nicht gut gespielt haben. Und das mit dem leben wir. Und damit kommen wir auch klar. Davor haben wir auch keine Angst. Wir scheuen uns auch nicht über den Abstieg zu sprechen, dass es sein kann, dass du absteigst. Das kann alles sein. Ja, aber du musst alles dafür geben, dass du es verhinderst. Und wir haben die Ärmel so hochgekrempelt in den letzten Monaten, ja, dass wir uns da unglaublich dagegen gestemmt haben. Und deswegen, wir kennen den Druck als Fußballer oder als Sportler, kennt man den Druck automatisch, weil du jede Woche beziehungsweise immer zum Wettkampf alles abliefern musst. Ja. Und wenn du es nicht machst, verlierst du und in dem Moment bist du negativ in den Schlagzeilen. Und deswegen ist für uns eins klar, wir werden alles geben. Und dann, mehr können wir nicht beeinflussen. Ja. Dann muss es reichen, wenn wir gut genug sind. Wir werden das am Ende verdienen oder am Ende das bekommen, was wir verdienen. Und die Jungs sind bereit, alles rauszuhauen. Und das haben sie die letzten zwei Spiele gezeigt. Sie müssen sich nur belohnen, weil die Leistungen, auf denen kann man aufbauen, die sind mit Sicherheit so gewesen, dass du aus diesen zwei Spielen, Hamburg und Dresden, weil es jetzt am nächsten liegt, mit Sicherheit keine null Punkte holst, sondern mindestens vier. Ich habe im Chat im Moment keine weiteren Fragewünsche. Gibt es denn noch welche? Ich schaue nochmal auf die verschiedenen Bildschirme oder im Chat. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Dabeisein und einen schönen Restfeiertag euch allen.